Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play TES 3, die Elder 3, Morrowind Part 31. Ich sehe, befinde ich mich in guter So, es gibt ein paar Änderungen, was ja. Kann ich, für euch tun? Ich habe nämlich den Morrowind Grafik Extender installiert. Der sorgt einfach nur dafür, dass wir ein bisschen mehr sehen und die Texturen ein klein wenig verändert wurden, aber nicht viel. Und dazu muss ich allerdings die beiden Addons installieren, aber ich werde gleich sagen, ich werde erst jetzt den normalen Manquest spielen und danach wahrscheinlich Tribunal und am Ende wahrscheinlich Blood Moon. Wenn ihr lieber vorher Blood Moon sehen wollt, dann sagt mir das, aber ich mag eigentlich Tribunal mehr als Blood Moon. Ja, ich weiß nicht, ich mag generell so Eis und so nicht so gern. Ich bin mal gespannt, was da aus Skyrim wird, ob mir das gefallen wird, aber ich denke schon, ich kann hier so cool springen. Egal, und wir reden jetzt mit Kaius über unsere Befehle. Ich habe euren Bericht und ich werde eure Notizen von Hulea sowie den Fortschritt der Wahrheit kopieren. Gebt mir die Zeit zu lesen und zu verarbeiten. In der Zwischenzeit ernenne ich euch zum Gesellen. Eure Arbeit ist gut und hier sind 200 Draken. Kauft euch neue Schuhe und nehmt Arbeiten von der Gilde an oder Arbeit auf eigene Faust, um eure Tarnung auszubauen oder macht eine Ausbildung. Und wenn ihr geübt und ausgeruht seid, dann kommt wieder her, damit ich euch neue Befehle gebe. Entschuldigung. Ach ja, wir können mal die Befehle... Ich bin noch nicht bereit, ich habe es euch gesagt. Geht und verbessert eure Fähigkeiten oder arbeitet auf eigene Faust, um eure Geschichte zu bereichern. Geht einkaufen oder schaut euch etwas okay. Hm. Also immer wenn ihr euch das sagt, dann seid ihr noch nicht hoch genug im Level. Wir sind Level 6. Ich glaube, das war Level 7. Was war da? Egal, wir werden heute... Moment, ich habe noch was vergessen. Oh, was? Warum guckt kein Ladebild? Na, jetzt. Ja, dauert gerade etwas, weil ich halt den Morrowind Grafik Extender habe. Kann also sein, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, diese Bereiche zu laden. Wow. Wir gehen da nochmal rein, weil ich habe noch was vergessen. Und zwar, ich werde ja an Tanz im Feuer dieses Zeug lesen. Aber... Erstmal legen wir jetzt den ganzen Kack ab. Da liegen die Bücher ganz gut. Jetzt gehen wir raus nach Balmora. So, und dann werden wir jetzt heute uns, nämlich die Zauber... Was wollt ihr? MCV-Intervention und göttlicher Eingriff besorgen. Weil ich finde die Zauber einfach sehr nützlich und deswegen werden wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht im Tempel wen finden, der uns diesen Zauber verkaufen kann. Jemanden? Da haben wir jemanden. Was hast du denn? Du kannst handeln. Ich glaube, wir verkaufen dir mal ein paar Spruchrollen. Und zwar nämlich die Wunderschrift. Und kaufst du auch Seelensteine? Ja, sehr gut. Und ne, die Münzen verkaufe ich wem anders. Aber vielleicht... Warum habe ich meine Chitinbeinschienen eigentlich nicht an? Vielleicht willst du ja die Schulterplatte kaufen. Und noch die... Oh ne, die verkaufe ich auch. Ja. Das kannst du haben. Ich würde schon gern eigentlich meine... Hallo, ich würde gern meine Dingens anziehen. So. Mal hier. Kannst du auch handeln. Was hast du so im Angebot? Ach ja, doch, hier kann ich noch einen Sack verkaufen. Nämlich den da. Den schlechten Baum. Ja, den da liegen da vielleicht in Bewegung. Von denen man abschauen. Lernt. Schade. Hier irgendwo Attribute wiederherstellen. Wir nehmen Marillens Gnade. Und dann nehmen wir Fels von Lotus. Was bringt das beides? Marillens Gnade, Fels die Konstitution und Fels von Lotus die Willenskraft. Okay. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Tempel. Bleibt in Bewegung. Abschaum. Haben wir noch so viel weg? Ja, wie ihr seht, es lohnt sich halt immer mal wieder, hier so reinzuschauen. Ich werde das nämlich wahrscheinlich dann auch in diesem Part ausbilden lassen, damit wir das Level schaffen und den Main-Quest weitermachen. Ich glaube, es gibt nur zwei Quests, für die man ein bestimmtes Level haben musste. Wir nehmen einen CD-Wiederherstellung und Bewecks Geheimnis und so, dass ich die Seele, die Gnade der Fürstin, Krankheit heilen, habe ich vielleicht Pest oder so? Okay. Schade, ich dachte vielleicht daran liegt es, dass wir, da haben wir einen Ausbilder. Mal gucken, was der, vielleicht kann er ja Magie oder so ausbilden. Zauber? Was haben wir denn da? Vivex Gnade, Velots Gnade, Willenskraft wiederherstellen. Wir kaufen mal die ganzen Wiederherstellungsdinger. Vielleicht brauche ich dann gar nicht,
meine Dingen. Also dieses Zauber sollte man sich auf jeden Fall kaufen, weil dann können wir hier diese roten Werte... Die sind ja gar nicht mehr rot. Okay, das verstehe ich. Wünscht ihr etwas? Aber dann kann man die auf jeden Fall heilen. Nur für die unsrigen. Was immer schade. Ihr aussucht, den Tempel werden wir... Weiß, ja. Also wenn ihr wollt, dass ich nur irgendwelche Gilden zeige, dann könnt ihr das sagen. Tempel könnte man zum Beispiel machen. Also es gibt hier viele Gilden. Wie gesagt. Könnte man ja sagen, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Und natürlich immer, wenn ihr irgendwie Fragen habt, ne, könnt ihr das sagen. Dann werde ich versuchen, im Let's Play diese zu beantworten. Nee, ihr habt aber alle nicht. Da haben wir eine Civi-Intervention, super. Okay, perfekt. Das ist ja klasse. Und ich weiß auch schon, wo wir Dingens kriegen. Sag schon, den göttlichen Eingriff. Den müsste es eigentlich in Ebenherz geben. Bei dem Hauptschrein des kaiserlichen Kults. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen. Die hatten keine Dingens-Anbindung. Schlickschreiter-Anbindung. Reichtum ohne Grenzen wünsche ich. Das ist wahrscheinlich am besten, wenn ich nach Vivek gehe und von dort aus mit dem Schiff da nach Ebenherz reise. Machen wir das doch mal. Ja, wie ihr seht, wir können jetzt hier mega weit sehen. Da hinten, wo das wollt ihr hin? Arknand, wo wir vorhin waren. Oder, was heißt vorhin? Ja, wo wir vorhin ein paar Parts waren. Die Bäume werden halt eingeblendet, wenn ich in die Nähe komme. Wir reisen nach Vivek. Ich finde den Grafik-Extender insoweit gut, weil ich dann halt wirklich mal sehen kann, wenn da hinten eine Ruine ist oder so. Wo wollt ihr hin? Ja, weil ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, dass ich versuche... Ja, eigentlich... Nee, ich mache es ja. Ich gehe halt wirklich in jeden... Dungeon rein, den ich finde. Weil da findet man halt echt tolle Sachen teilweise drin und es lohnt sich einfach. Lohnt sich fürs Level und ja, es lohnt sich. Und das werde ich auch beibehalten. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann könnt ihr immer die Teile überspringen. Das dauert ja meistens so einen Part, so eine Höhle. Ja, nach Ebenherz, genau. Perfekt. Kostet auch nur 8 Drak, das ist ja nicht die Welt. Ja, Ebenherz, ach, das kennt ihr ja auch noch nicht. Ich glaube, das ist so die Hauptstadt von den Kaiserlichen, würde ich sagen. Ja, doch. Also es ist quasi eigentlich so eine einzige Festung mit ein paar Häusern drin. Hier werden wir auch noch in der Mainquest vom Add-on Tribunal hinkommen. Da wird er eine besondere Rolle spielen, da oben. Werden wir auch bald wahrscheinlich machen mit ihm. Also wir werden den Anfang ein wenig machen, weil Tribunal, ihr werdet sehen, wir werden jetzt irgendwann von einem Assassinen angegriffen werden. Und ich wollte das Addon nicht installieren, weil er hat eine ziemlich starke Rüstung, eine der stärksten leichten Rüstungen. Und das fand ich immer eigentlich ganz doof, dass dann, dann hatte man halt direkt am Anfang des Spiels so eine richtig krasse Rüstung, die ist wirklich ziemlich krass. Hier haben wir die kaiserlichen Kapellen und deswegen wollte ich das nicht machen. Ich werde auch diese Rüstung, die wir dann von ihm kriegen, verkaufen. Weil ich es einfach irgendwie nicht, ich finde es irgendwie blöd, wenn, wenn wir dann schon direkt so eine krasse Rüstung haben. Ja, und damit diese Assassinenangriffe aufhören, weil die gehen immer weiter. Ich glaube, ich kann bis zu 12 Assassinen angreifen. Also nach dem 12. ist dann Schluss. Ja, ich würde gerne meine Attribute wiederherstellen. Und das würde ich gerne vermeiden. Und da muss man nur mit ihm reden, dann hören die auf. Hat einer von euch nicht mal ein paar Zauber? Kannst du uns ausbilden? Akrobatik war nicht Hauptfähigkeit, schade. Hätte ich doch nehmen sollen statt Schmied. Handeln? Was hast du? Was hast du denn hier? Nee. Nö, das ist schade. Zauber. Nur für die Kultangehörigen. Ach. Ach, das ist ein Holz. Ah, okay. Ihr wünscht etwas? Notfalls trete ich sonst jetzt dem Kult bei, weil ich will diesen Zauber haben. So einfach ist das. Du kannst es ausbilden. In Athletik, sehr gut. Dann nehme ich doch mal ein paar Punkte Athletik. Ich nehme die jetzt einfach mal bis zum Level. Obwohl, nee, ich... Bild mich noch ein bisschen in Magie aus, in... Ja? In, na sag schon... Oh, das ist Schloss 100, da muss da was Tolles drin sein. In Dingens. Göttlicher Eingriff, sehr gut. Hier wiederherstellen, nehme ich. Okay. Bei Mora lass mich noch ein bisschen Magie rausbilden, denke ich. Ja. Oh, das Zeit wird aber auch schon wieder richtig knapp. Wir nehmen jetzt mal den Zauber MC-Intervention. Damit müssten wir ja jetzt eigentlich zu irgendeinem Duma-Tempel kommen. Oh, wir sind in Vivek beim Tempel.
Hast du noch ein paar Zauber für uns? Was auch immer diese Schnelligkeit, Charisma, Stärke. Ich glaube, dann haben wir jetzt alle wieder Herstellungszauber. Was immer ihr auch sucht, ich bin mir sicher, dass ich nicht weiß, wo ihr es finden könnt. Wenn man richtig sehen kann, das Wildwerk ja richtig cool. Ja, ich denke, das war's jetzt erstmal soweit von dem Part. Wir werden uns im nächsten Part in Balmora ausbilden lassen. Und dann werden wir natürlich nach... Was ist das denn da hinten? Aber das ist genau klar, das ist ja Ebenherz. Und dann werden wir den Main Quest weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit sag ich...